Beckert und vom Bodensee ist erreicht. So, ich würde mal sagen, das ist der Bodensee. 55 oder 60 Kilometer nach Lindau. Werde ich so lange brauchen wie sonst für 100. Also bisher ist gar nicht mehr so schlimm, wie ich es mir hier vorgestellt habe. Guten Morgen, es ist 20 nach 8. Ich habe ja gestern noch etwas länger mitgefeiert. Hier war ein Dorffest bis 12. War richtig Rambi, Rambazamba. Ich hatte so eine Guthabenkarte für 25 Euro. Die habe ich auch komplett ausgenutzt. Dann Spanferkel gegessen für 11 Euro. Ja, und den Rest halt in Flüssigkeiten. Ne? Jetzt muss ich mal zusehen, dass ich jetzt Richtung Bodensee komme. Mir fiel ein, könnte ja ein bisschen ausgebucht sein. Jetzt habe ich mal eine E-Mail nach Nussdorf geschrieben, das bei Überling, ob die was frei haben. Ansonsten habe ich noch einen Plan B. Mal schauen. Und der Platz am Montagabend, also das wäre übermorgen in Lindau, der ist gesichert dank eines Bekannten, den ihr auch noch kennenlernen werdet, der da etwas besser organisiert ist. Ja. Er hat gleich dann für mich mitgebucht. Ja, super. Ich habe meine ganzen Anschlüsse mal rausgezerrt und lade jetzt noch den anderen Akku vollständig auf. Den großen Akku habe ich schon im Zelt aufgeladen. Jo. Nur fürs Protokoll. Es ist jetzt 8:58 und ich habe alles zusammengepackt. Da bin ich echt zufrieden mit mir. Jetzt gehe ich noch mal einen Kaffee trinken und gucke mal nach einer E-Mail, ob die vom Campingplatz Nussdorf schon geantwortet haben. There's a new day. Ja, ich habe mir gerade einen Kaffee hier aus dem Automaten gezogen. Ich habe jetzt gerade hier zwei von diesen Kaffees getrunken. Naja, drin gab es keinen beim Kiosk. Ich wollte auch ein Brötchen kaufen, lagen zwar ganz viele rum, aber die waren wohl nicht käuflich zu werben. Ich weiß es nicht. Obwohl da auch einige Bestellte rumlagen. Naja, ich habe jetzt gerade beim Campingplatz angerufen. Da ging keiner ran. Auch auf meine E-Mail haben sie noch nicht geantwortet. Ja, wird mal wieder etwas ungewiss, wie es heute Abend ausgeht. Mal so ein kleiner Tipp hier an den Campingplatz, das könnten Sie auch ein bisschen schöner gestalten. Ja, das ist nicht gerade einladend. Aber ich glaube, die haben ihre Stammkundschaft, die Dauercamper. Aber nett war es trotzdem. Ja, es ist 9:30 Uhr. Hier hinter der Hecke lag ich. Und gleich da sind Bahngleise. Der fährt auch ein Regionalzug ab und zu mal vorbei. Aber der hat mich jetzt auch nicht gestört. Bin auch dann relativ schnell eingeschlafen. Mein neuer Schlafsack, der ist echt genial. Jetzt habe ich ihn immer noch nicht gezeigt. Der wiegt, glaube ich, 480 Gramm. Das ist echt so ein kleines Bündel, das ist der Wahnsinn. Das ist ein Sommerschlafsack mit Komforttemperatur von 15 Grad. Und heute Nacht waren es 9 Grad. Ja, ich habe schon ein bisschen gefroren, habe mir deswegen das Merino-T-Shirt hier angezogen. Hatte ich noch nie an. Ich hatte noch nie so eins gehabt. Hab's mal getestet, aber es hat echt geholfen. Ja. Gut, es hätte ein bisschen wärmer sein können, aber ich schlafe auch immer in Unterhose, ohne Hose, ohne Socken. Da friere ich nie. Habe ich auch schon bei Minustemperaturen mal in meinem anderen Schlafsack übernachtet. Wenn, dann friere ich immer am Oberkörper oder so. Ja. Hier ist noch mal der See. Kann man sehen, den See. Jetzt schaue ich mal, dass ich nach Nussdorf komme, Überlingen. Das ist mein Ziel. Ich fahre jetzt auf dem Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radweg. Also hatte ich mir vorgenommen, heute komplett. Falls noch irgendwas dazwischen kommen sollte oder falls ich keine Zusage bekomme oder Plan B irgendwann in Kraft tritt, dann weiche ich dann ab. Bin noch ein kurzes Stück durchs Industriegebiet. In einem Gewerbegebiet, sag mal. Und dachte erst, wo führt mich das Navi hin? Aber hier geht es wieder an den Bahngleisen weiter. Nochmal auf meine Kette zurückzukommen.
Die habe ich hier gewechselt. Ich fahre jetzt ungefähr 200 Kilometer mit dieser Kette und habe dann in diesem Zuge auch die Kassette hinten mal geschrubbt mit einer Küchenbürste in der Badewanne. Ging echt super sauber wieder. Und danach habe ich auch gar kein Öl dran gemacht oder keinen Schmierstoff. In der Kette ist ja, die Kette ist an sich ja schon geschmiert und da schnurrt immer noch ganz sauber. Ich benutze diesmal auch keinen Trockenschmierstoff. Wie heißt das? Also dieses Trockenschmierstoff. Sondern habe wieder normales Öl. Weil ich kann nicht alle 50 Kilometer anhalten und die Kette neu pflegen. Hatte ich jetzt nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Wobei die Kette wirklich immer sauber war. Auch die Ritze blieben relativ sauber. Aber ja, wer weiß, was besser ist. Bin gerade mal 5 Kilometer gefahren. Und da oben, ja, sitzen ein paar Störche. Sieht man ja auch in Polen ganz viel. Aber ich glaube, in Ostdeutschland gibt es auch mehr von diesen Storchennestern. Und ich bin nicht mehr ganz up to date. Ich glaube, die Storchpopulation hat auch wieder zugenommen. Ich komme in 3 Kilometer nach Fürstenberg. Ja, habe ich gestern noch getrunken, das Zeug. Wusste auch nicht, dass es hier in der Gegend gebraut wird. Oder zumindest der Ursprung ist. Das ist meine Ansage hier. Aber hallo. Also der Tag startet mal wieder von seiner besten Seite. Es ist besser geht's nicht. Temperatur 22 Grad, nee, 17 waren es gerade noch. Aber durch die Sonne fühlt sich's wärmer an. Und dieser Ausblick ist doch genial. Wetter ist geil. Oh. Ich krieg mich nicht mehr ein. Hey, sind wir in der Ölkrise? Gar keine Autos hier auf dieser schönen Landstraße. Hier soll es etwa 5 Kilometer an der Landstraße entlang gehen. Aber es geht schön bergab. Ich fahre jetzt 36. Ja, so zwischen 36 und 38 km/h. Also ohne Motor sozusagen. Und es ist ein Traum hier. Ja, das war gerade noch eine tolle Abfahrt. Nach rechts, 4 Kilometer etwa, geht es nach Blumberg. Blumberg, die Stadt oder das Dorf ist bekannt durch den historischen Bahnhof, der wohl die Nordschwarzwaldbahn oder Südschwarzwaldbahn mit der Wutachtalschlucht verbindet. Die Bahnstrecke führt wohl über schöne alte Stahlbrücken. Ich glaube, gestern habe ich ein paar gesehen. Jedenfalls vielen Dank an die Redaktion, liebe Mama. Das ist nett, dass du mir das geschrieben hast. So, ich hoffe, das stimmt auch. Ja, das werden die Gleise sein hier für die Bahn. Es bleiben die ganzen Steinchen an den totgefahrenen Schnecken hängen. Aus dem Tal bin ich gekommen. So, ich bin gerade mal 15 Kilometer gefahren. Es ging meistens bergab, ein paar Steigungen waren dabei, aber echt, das macht richtig Laune. Das Beste ist ja die Ruhe. Nach dem Trubel gestern, war mal ganz nett. Aber ich weiß, ich hoffe, dass es jetzt nicht da. Schon vor jedem Tag haben die so ein Fest, genau an dem Tag, wo ich komme. Das könnte mir passieren. Nee, ich muss mal gucken, dass ich überhaupt Plätze kriege. Oh, ich Depp, ich habe das nicht reserviert. Mann, ich hätte das doch, ich wusste doch, dass ich da heute komme. Naja, aber wie gesagt, Lindau ist klar, das ist schon mal richtig gut. Ja, trink mal ein Stückchen Wasser. Beste ist ja die Ruhe. Yeah.
Chance gewesen zu sein. Ich glaube, das war eine Blindschleiche gerade, oder? Guck mal, schön, dieser alte Bahnhof, richtig schön saniert. Toll. Hui, ist das dunkel. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Also herrlich habe ich, wunderbar, schön. Ja, mir fällt gerade nichts anderes ein. Ja, bisher war es ganz ruhig. Jetzt habe ich gerade die SD-Karte gewechselt und festgestellt, dass der Ton viel zu laut war. Viel zu laut eingestellt war seit gestern. Ich hoffe, ich kriege das in der Post-Production irgendwie wieder geregelt, aber ich glaube es nicht. Es wird wahrscheinlich verzerrt sein. Ja, man kann nicht auf alles achten. Ich brauche mal eine Lesebrille, um diese kleine dB-Anzeige lesen zu können. Ach, das ist alles. Ein Fehler passiert leicht, echt schnell. Aber hier wollte ich euch mal zeigen, so bewahre ich meine SD-Karten auf. Die sind hier rundherum reingesteckt und durchnummeriert. Und das kommt mit ins Portemonnaie. Ich habe sonst kein weiteres Backup. Ich habe ungefähr, letztes Jahr auf meiner Reise via Claudia Augusta hatte ich 7 Karten mit, 3x 64 GB und 4x 128er, die waren dann voll. Das waren so knapp 800 GB. Ich habe noch 2 weitere dazu gekauft, 228er. Bin jetzt aber mit der Bitrate von 100 auf 60 runtergegangen. 100 Mbit und jetzt auf 60, weil YouTube sowieso komprimiert. Gut, dann mal weiter. Ich habe mein Tomatenmesser in der Aufbewahrung liegen. Habe ich so reingegriffen, mich ein bisschen geschnitten. Na, sollte nicht weiter schlimm sein. Ja, ich nehme jetzt mal Magnesium endlich. Das ist immer noch von vor 2 Jahren das Zeug, das schon irgendwie total verklumpt ist. Aber es lässt sich noch auflösen. Heute Nacht um 2 Uhr stand ich mitten auf dem Campingplatz. So wie versteinert. Keine Bewegung, sonst zieht's rein. Ey. Ah ja, jetzt mache ich es mal endlich. Jetzt denke ich dran. Ja, schön ist das hier. Jetzt geht's überwiegend bergab. Ich hatte gerade eine schöne, rasante Abfahrt und jetzt bin ich in der Stadt Tengen und hier gibt es Historisches. Irgendwie auch so eine Mühlbachtalschlucht. Keine Ahnung. Mühlbachschlucht, so heißt es. Ich fahre mich runter, das mache ich total von meiner Route jetzt ab. Route neu berechnet, 62 Stunden. Aber ich bin recht früh dran. Ja, ein Drittel der Strecke habe ich schon. Um 11:30. Da kann ich mal einen kleinen Umweg mir leisten. Ja, wahrscheinlich. So spektakulär ist es jetzt auch nicht. Ich fahre jetzt da wieder hoch und gehe auf meine Route zurück. Ja, das ist hier alles auch ausgetrocknet. Bin wieder aus Tengen raus. Und jetzt gucke ich mal, ob da was steht. Naja, hier Heidelberg, Schwarzwald, Bodenseeweg. Also Weg ohne Rad. Mein Navi hat gerade die Strecke korrigiert. Es
fahre ich gerade mal zum Schild zurück. Bin ich falsch gefahren oder war das falsch oder anders ausgeschildert? Es war richtig ausgeschildert. Mein Navi hat mich auch richtig geschickt. Aber ich bin stumm falsch gefahren. Ja. War so ein Weg von 300 Metern. Kein Thema. Aber das links müsste der Hohen Twil sein bei Singen. Und dieses Wissen, das stammt von mir persönlich. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ja. Ja, ich war ja mal 2 Jahre am Bodensee unten, habe Zivi gemacht, das heißt bei Pfullendorf, Hettwangen-Schönach, da die Ecke. Und hatte in der Zeit eine Freundin am Bodensee in Überlingen. Ja. Ich hatte überlegt, ich hatte sie vorhin mal angemorst, aber sie hat nicht reagiert bis jetzt. Da könnte ich sicher im Garten übernachten. Aber dann müsste ich ein Stück wieder hochfahren. Wollte ich eigentlich vermeiden. Da kam mir kein... Oh, wie geht's runter? Radler entgegen. Er guckte nur stumpf vor sich auf den Boden und fuhr in der Mitte. Ja, ich hoffe, dass die Aufnahmen was werden. Und nicht irgendwie wieder was dazwischen kommt. Oh Gott. Mit einer Hand. Das war noch ein bisschen anders. Aber ihr seid dann dabei. Dann lass es halt ein 55-Minuten-Video werden. Ist auch egal. Der Bänkli. Aber die Wege sind heute ja echt top. Im Vergleich zum ersten Teil gestern. Ja, es ist ja hier ein Qualitätsradweg. Ne? Mit Qualitätsmanagement und allem drum und dran. Ja, die Bremsen sind verglast. Ich habe Schmirgelpapier dabei. Aber keine Lust. Ich muss mal meine zweite Hand zum Bremsen nehmen. So, ich bin gerade durch Büßlingen durch und schon geht's wieder nuff. Und schon geht's wieder bergauf. Dänisch, weiß ich nicht. Es sind etwa 15 Kilometer bis Singen. Ich weiß gar nicht, ob meine Route durch Singen durchführt. Auf jeden Fall durch Radolfzell. Da endet, glaube ich, der HSB. HSB, ja. Ja, die beiden waren auch mit dem E-Bike unterwegs. Ich kann es ja nicht lassen, überholen zu müssen. Das ist natürlich ein bisschen außer Puste. Auch hier wieder Feuerstelle gesperrt wegen Waldbrandgefahr oder Brandgefahr überhaupt. Ja, es ist ganz schön windig heute. Oder seit der letzten Stunde. Obwohl ich noch kein Frühstück hatte, ist jetzt 12, da bin ich bester Dinge. Aber es ist eh meine Zeit, so 12:30 esse ich im Alltag meinen ersten Happen. Da hätte ich jetzt so richtig Bock auf ein Käsebrötchen. Mit Gurke, Tomate, Pfeffer. Das wäre es jetzt. Aber heute ist Sonntag, schwierig. Hier sind ein paar Segelflieger. Falls man es nicht auf der GoPro ergänzt, habe ich jetzt ergänzt.
Nee, es war vorher nicht der Hohentwiel. Das ist der Hohentwiel. Ja, es ging hier jetzt gerade noch ganz schön, super ausgeschildert, abwechslungsreich an Radwegen entlang. Die waren so gut ausgeschildert, zusammen mit dem Navi hätte ich gar nicht hingucken, hätte ich blind fahren können. Ja, habe jetzt einen Bäcker gefunden, war gleich hier um die Ecke und hier gibt's Fleischkäsebrötchen. Na klasse, der Bäcker schließt gleich. Jetzt hat sie mich in eine andere Filiale geschickt, die muss hier gleich um die Ecke sein. Jetzt hoffe ich mal, dass ich meinen Leberkäse wegkriege. Kennt ihr das auch? Verlasst euch nie auf persönliche Wegbeschreibungen. Zum Glück hat sie mir die Straße genannt. Radweg? Ja, das ist ein Radweg. Oh, ich hab Bock auf Fleischkäsebrötchen. Nach 100 Metern rechts abbiegen auf die Hohenheerenstraße. Ja, LKWs gab es nicht mehr, aber dafür hat sie mir hier leckere Brötchen gemacht. Didi, nein. Dazu gibt es einen Pseudo-Ursaft. Ja, jetzt noch einen kleinen Nachtisch. So, voll gefressen geht's weiter. Lecker war's. Oh, hier gibt's sogar Wasser im Bächlein. Ja, die Innenstadt von Singen hat viele Fußgängerzonen, sind aber irgendwie, ja, jetzt am Sonntag sowieso also nichts sagen. Aber es gibt schöne Radwege hier und sehr gut angelegt. Und auch gut ausgeschildert, wie schon erwähnt. Ja, ich muss mein Rode leider jetzt aufladen. Daher kann es zu Windgeräuschen kommen. Schon sehr lang. Ja, falsch, weil ich ja quatschen bin. Oh, hier könnte man ja baden gehen. So, ich bin falsch umdrehen. Sieht aber ein bisschen mehr aus, als wenn es Amateurfunker ist. Super, traumhafter Abschnitt gerade durch Wohngebiet, durch am Fluss entlang, hin und her und ja, man merkt es auch, da sind ganz viele Radler unterwegs jetzt. Ja, Speck vom Bodensee ist erreicht. Ist nicht nur der Kuchen, der länger auffällt, das sind auch solche Wasserspenden. So, nicht länger aufhalten. So eine Verspätung von 2 Minuten. Dicen que eres. Umleitung, eine Veranstaltung. Ich fahre trotzdem durch hier. Haben Sie nicht mal eine Alternative irgendwie ausgeschrieben? Also Einsamkeit kommt hier nicht auf. Und es macht schon Spaß hier umzufahren. Ich hoffe, dass es nicht allzu voll wird am See. 50 Meter leicht rechts ab. Schauen wir mal. Müsste bald in Radolfzell sein. Habe ich noch nicht erwähnt, dass ich in Radolfzell jetzt bin, oder? Jedenfalls bin ich auch schon wieder fast durch. Ich wollte eigentlich zum Endpunkt von dem Heidelberg-Schwarzwald Bodensee-Radweg. Aber ich bin jetzt wieder fast draußen. Ist ja egal, wie es da aussieht, oder?
Ich fahre jetzt weiter Richtung, also oberhalb des Obersees. Und dann fahre ich Richtung Überlingen. Ja, ich bin jetzt ein Bootmann und ja, es ging an der Landstraße entlang, war nicht so spannend. Und der Campingplatz hat sich gemeldet, Camping Neff aus Nussdorf. Die haben nur 50 Plätze, ist ein kleiner Platz. Hat freundlich geantwortet, ich soll es doch mal versuchen. Also die haben natürlich nichts mehr frei. Ich soll es mal bei den Großen versuchen in Maurach und in Ludwigsburg. Ja, Ludwigsburg ist hier in der Nähe. Ich bin jetzt an der Spitze vom Obersee. Ich muss mal schauen, ob ich hier mal anfange. Ich rufe zuerst den weiter weg an, in Maurach, und frage, ob die was frei haben. Wenn nicht, dann fahre ich hier zu dem in Ludwigshafen. Ich mache gleich einen Freudensprung. Ich habe einen Platz in Maurach. Bis 18.30 Uhr sollte ich da sein. Ich brauche nur eine Stunde. Es ist jetzt, was weiß ich, wie spät ist das jetzt? 15.10 Uhr. Das ist sehr nice, sehr nice. Da gucke ich noch in Überlingen vorbei. Vielleicht sind da Bekannte noch zu Hause, die ich seit 40 Jahren nicht gesehen habe. Da klingel ich einfach mal. Nee, wieder gut. Richtig gute Laune. Richtig gute Laune. Die nächsten drei Nächte sind gesichert. Ja, hier gibt es Obstverkauf. Alles ganz frisch. Ja. Gleich mit Schnaps dabei. Obstverkauf. Aus der Kläranlage. Da gibt es einen Laden. Alles auf der Kamera, wie die herumgeeiert ist, ey, in der Kurve auf der linken Seite. So, ich würde mal sagen, das ist der Bodensee. Ob es ein feines Bändchen gibt. Jupp, Ludwigshafen. Ja, mir kommt das alles total vertraut vor hier. Ich war ja damals zwischen 88 und 90 hier zu meinem Zivildienst und wie gesagt, waren wir hier oft am See. Und die Eltern meiner Freundin wohnten hier auch hier unten. Erstmal mein Rode spinnt wieder, nimmt die Verbindung nicht an. Muss ich mal gucken. Gestern lief es dann ja irgendwann wieder, nachdem ich ein bisschen aufgeladen hatte. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Normal ist das nicht. Ich habe mein Rode wieder in Gang gekriegt. Ja, nächste Trinkwasserstelle habe ich ausfindig gemacht. Die sind wieder leer. Fülle ich mal auf. Und dann geht es die restlichen Kilometer zum Campingplatz. Yes! Nö, ist ja gar nichts los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ein kleines Déjà-vu an den Gardasee. Hier ist ein Flohmarkt. Also ich glaube, morgen für die 55 oder 60 Kilometer nach Lindau werde ich so lange brauchen wie sonst für 100. Oh Mann. Aber es ballt sich dann wahrscheinlich nur in den Städten oder in den Dörfern. Die kann ich, glaube ich, nicht überholen. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, jetzt wo das Rode wieder geht, kann ich hier wieder quatschen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Außer, dass ich happy bin. Ich bin echt happy.
Also bisher ist gar nicht mehr so schlimm, wie ich es mir hier vorgestellt habe. Also schlimm meine ich mit voll. Alles aber wunderbar. Also Radweg ist auch eher erstes, also, ne? Stimmbruch. Die Radwege sind top. Und man kann es genießen, wenn man nicht gerade in Eile ist. Was man eigentlich sowieso nicht sein sollte. Was für Weisheiten wieder hier. Jetzt geht's mal hier über die Brücke, damit ich wieder über die Straße komme und die Bahngleise. Trinkwasser, ah ja, Toilette. Hier in Sipplingen, hinter diesem WC, gibt es auch eine E-Bike-Ladestation. Scheint nichts zu kosten. Oh, was trinken nötig. Ja, streckenweise etwas voll, wenn man nicht ein bisschen mutig ist, zu überholen, wird es schwierig. Aber es geht, im Großen und Ganzen. Kann man nicht meckern. Ja, aber immer stehen einfach Leute auf dem Radweg, die stehen einfach. Es gibt hier auch keinen Fußweg. So, komm wieder in meine Homezone oder in eine Homezone. Ja, das ist wieder Erinnerung. So, was hat der vor? Wieder geradeaus? Wahrscheinlich. Ist auch wieder fest. Über den Marktplatz. Es sind noch 5 Kilometer zu meinem Campingplatz und es wird ungefähr 5:10 sein, dass ich da ankomme. Ja, es ist relativ früh, dass ich an einem Campingplatz ankomme. Normalerweise bin ich so zwischen 18 und 19:30 dann da. Ja, das wäre mein Campingplatz gewesen. Das heißt, das war der, bei dem ich angefragt hatte. Mit den 50 Plätzen, das sah auch ziemlich eng aus und fast nur Wohnmobil und Wohnwagen. Und Bächle. Hier gibt es ein schönes Strandbad. Ja, sind jetzt etwa noch 1 Kilometer. Ja, sieht das nicht toll aus? Bis zum Campingplatz.
Ich sag, ups, jetzt schubst mich mein Fahrrad hier um. Und vorgestern hatte ich im Radio gehört, dass der Bodensee 90 cm unter normal ist. Das ist schon rekordverdächtig. Ja, sieht man auch. Hier auch ein sehr schöner Abschnitt vom Bodenseeradweg. Man muss sich nur ein bisschen mit dem Gegenverkehr abstimmen. Verkehrschaos hier, weil sie alle mit dem Auto direkt zum Restaurant fahren wollen. Das ist mein Platz, das war nur das Restaurant. Ich hoffe, das ist der richtige. Ja, Maurer, genau, Maurer. Er hat mir erstmal einen Platzplan gegeben und ich kann mir da einen Platz aussuchen. Ist relativ voll, aber es sind ein paar Optionen. Dann Strom kostet 3,50 Euro. 3,50 Euro extra plus Kilowattstunde. Aber man kann auch die Akkus in Rezeption laden. Das wären die Plätze hier, die umrandeten. Da, da oder da sogar. Das wäre der hier. Aber ich glaube, der ist mir zu heftig. Das ist eigentlich die einzige Option jetzt hier. Gerade noch eine leckere Wurst essen, Bier getrunken. Und geht noch mal kurz zum See runter. Ich bin damals, als ich hier mein Zivi gemacht habe, mit meiner Freundin rübergerudert über den See. Es war bestes, schönstes Wetter. Ging plötzlich hier die Warnleuchten überall an. Ich dachte mir, ist ja nichts. Ist ja schönes Wetter. Wir waren auf halbem Weg zurück. Und da ging ein Unwetter los. Wir konnten mit eigener Kraft kam man nicht mehr zurück. Da mussten wir hier abgeschleppt werden. Ach, das wird man auch nicht vergessen. Ja, wie man sieht, ist der Wasserspiegel tatsächlich hier stark gesunken. Also ich hatte es ja vorhin erwähnt, ca. 90 cm unter dem normalen Niveau. Hab ich so auch noch nicht gesehen hier. Ja, die Tour, die hat mir richtig gut gefallen heute. Bin ungefähr 101 Kilometer gefahren. Ja, da waren ein paar kleine Verfahrer drin, gerade in Singen. Nachdem ich beim Bäcker war, habe ich so ein bisschen die Orientierung verloren oder mein Handy war dann auch gerade alle und mit dem Nyon kam ich dann nicht so richtig zurecht. Es gibt sicher einen kürzeren Weg von Donaueschingen hierher. Es lohnt sich, diesen Radweg zu fahren. Es waren wirklich sehr schöne Abschnitte dabei mit einem tollen Ausblick. Ja, nachdem ich die Nachricht hatte, dass ich einen Platz hier hatte, war ich total happy. Richtig gute Laune, richtig gute Laune. Ja, der Campingplatz ist in Ordnung. Die anderen Rezeptionen sind sehr freundlich. Ich habe so ein bisschen gefragt, ja, wann ist Hauptsaison oder wann ist denn hier absoluter Peak? Sie meinte, dass es geht eigentlich schon im Mai los. Die hatten im März schon ausgehängt. Campingplatz ist ausgebucht. Und das bis Mitte September. Das ist der Wahnsinn. Ja klar, bei der Lage. Also der Platz ist direkt hinter mir, da ist der Imbiss und direkt da schließt der Campingplatz an und ich sitze hier direkt auf dem Steg am See. Ja, kann man mal haben. Das kann man mal haben, ja. Aber ich liebe eigentlich kleinere Campingplätze und ich brauche eigentlich auch so einen See direkt nicht vor der Haustür. Ja, aber ich wollte diese Tour hier machen. Ich wollte den Bodensee-Radweg zumindest in Teilen mal erforschen oder gesehen haben. Ich wollte den Bodensee-Königssee-Radweg mal gesehen haben. So als Referenz, ne? Ja, morgen geht es dann weiter nach Lindau. Da ist der Campingplatz schon sicher. Das hat ein anderer YouTube-Radler, den ich morgen treffe, schon organisiert, der etwas besser oder viel besser organisiert ist als ich. Und auf das Treffen freue ich mich morgen schon ganz besonders. Ja, ich werde gleich mal duschen und dann fahre ich nochmal nach Überling rein, ein paar Stationen aus meiner Vergangenheit abklappern. Aber diesmal nehme ich euch nicht mit, es wird eh zu dunkel jetzt. Ja, in diesem Sinne. Ich wünsche euch einen schönen Abend, guten Morgen oder gute Nacht. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt. Gebt ein Like auf den Kanal. Daumen runter ist auch in Ordnung. Wie auch immer, macht was ihr wollt. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
vorgestern habe ich gehört, dass der Campingplatz 90 cm unter normalem Niveau ist. Ach, der Akku ist schwach. Ich muss den erstmal wechseln, bevor ich loslabe. Habe ich mich ein paar Mal verfahren. Nee, oder war, ja, Hohentwiel. Wo ist Hohentwiel? Gerne Kanal.